Schon so um. Das Geile ist, also hier sind mehrere Live-Erschrecker. Von außen sieht das Ganze schon richtig gut aus. Wir haben richtig Bock, glaube ich. Aber die Männer machen mich schon echt aus. Ja, mit der Kettensäge vorne liegt. Aber wir haben Bock, würde ich sagen. Oder? Ja. Machen wir. Schaffen das. Oh. Ja, wir schaffen das. Ich schaffe. So, rein da. Aber auch bei ihr, ich warte nur darauf, dass sie sich bewegt, ne? Nein, die Nonne bewegt sich nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Du nimmst jetzt anders Platz ein. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Meine letzten Worte? Sowas macht man ja nicht. Okay. Ja, der Clown war eben leider, hat er irgendwie Pause. Das ist der zweite zumindest. Der erste war ja da mit der Kettensäge. Aber was sollen wir sagen? Eigentlich ein Trash-Effekt nach dem anderen. Und dann kommt der Typ oben dann mit der Kettensäge und sagt so, Jute, der sagt, komm. Aber es ist trotzdem lustig gemacht. Von außen sieht es geil aus, von innen.
nichts Außergewöhnliches, muss man ganz ehrlich sein. Aber wenn du auf der Geisterbahn gehst und genau das kriegst, was du jetzt hier bekommen hast, ist das völlig in Ordnung. Also es ist... Es wird nicht die Top-Geisterbahn bei uns, aber es wird auch keine Trash-Achterbahn, um Gottes Willen, Geisterbahn. Sie hat schon Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, ja. Ja. Und obwohl man wusste, was kommt, erschreckt man sich trotzdem. Ja.